willkommen zurück in meiner Küche. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet ein tolles Wochenende. Heute habe ich ein mega geniales Rezept für alle Hühnchenliebhaber. Einen passenden Namen, muss ich gestehen, habe ich noch nicht dafür gefunden. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch eine Idee, wie man das Ganze nennen können. Jedenfalls, es lohnt sich definitiv, es mal nachzukochen. Es schmeckt echt mega, mega lecker, passend zu dem guten Wetter. Ja, es ist ja schließlich Grillzeit. Aber ich will nicht zu viel verraten. Schaut euch das Video an und ja, viel Spaß. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him. Schinken außenrum und ich kann euch nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Was den Käse angeht, wie ihr gesehen habt, habe ich Harzer Käse genommen, einfach um die Kalorien und den Fettgehalt unten zu halten. Wer den nicht mag, kann den selbstverständlich auch durch fettarmen Streukäse ersetzen oder durch so Scheibletten, Leitscheibletten oder er lässt ihn einfach weg. Und zum Thema Schinken. Genau, Schinken habe ich fettarme Schinken genommen. Auch hier wieder, wer es ein bisschen deftiger möchte, kann selbstverständlich natürlich auch Schinkenspeck oder zum Beispiel Speck nehmen. Ja? Fetten Speck, dadurch wird die Sache noch ein bisschen kräftiger im Geschmack natürlich, weil ja Fett natürlich auch ein Geschmacksträger ist. Ich habe einfach versucht, in meinem Rezept die Sache schön leicht zu halten, die Kalorien und vor allem die Fette tief zu halten. Ja. Die Nährwerte blende ich hier jetzt gleich wieder ein und hoffe natürlich wie immer, dass euch mein Rezept gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne und vor allem erfolgreiche Woche und hoffe, wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Bis bald, euer Chris.